Warnomor Gules und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Würdest du eher? Neben mir sitzt immer noch Raphael. Hallo und Valla du Heres. Und neben mir sitzt der Flitsch. Genau, wir machen jetzt wahrscheinlich noch einen letzten Part. Es wird dann wahrscheinlich Teil 3 sein, den ihr sehen werdet. Diesmal läuft es wahrscheinlich so ab, dass viele Fragen drankommen werden, die wir schon hatten. Seht einfach drüber weg, die werden wir entweder rausschneiden oder weiterklicken. Also Genau. fangen wir an und wie immer fange ich an. Mit der ersten Frage. Würdest du eher ein Jedi sein, ein Sith sein? Also was Ich Ähnliches hatten muss wir ja. ganz ehrlich sagen, ich würde lieber ein Sith sein, Okay. weil dann könnte ich einerseits Blitze aus meinen Händen schießen. Das finde ich richtig cool. Sonst könnte ich ja eigentlich fast das gleiche immer wie Jedi so. Ja, und Ne? du hast noch die dunkle Macht da. Es Ja, gibt ja und noch so dunkle eine Macht ist dunkle öfter mal Seite und so manchmal weiter. stärker so noch. Ne? Nicht immer. Das würde ich überhaupt nicht gesagt haben. Als Star Nein. Wars-Fan weiß ich das natürlich. Aber Sith wäre schon ganz cool. Sagen zwar weniger, Ja, ist aber klar. trotzdem. Die Leute bevorzugen ja immer den Helden und so weiter. Ja, gut. Würdest du eher einen Film schauen oder ein Buch lesen? Ja, das ist eigentlich eine relativ einfache Frage. Ja. Ich würde eher einen Film schauen, ist klar. So. Ja, gut, das ist auch die Mehrheit, ist auch klar. Ja. Also. Würdest du eher zu McDonald's gehen, zu Burger King gehen? Ich gehe zu gar nichts von den beiden, muss ich ehrlich sagen. Schon ganz lange nicht mehr. Aber wenn, würde ich zu McDonald's gehen, weil die haben dieses ganz leckere Eis mit dieser Karamellsoße drauf. Deswegen nehme ich McDonald's. Ja, sagen auch mehr Leute. Okay. Würdest du eher nie groß müssen oder die klein müssen? Ja, das habe ich mich auch schon immer gefragt. Was würde ich dann, was wäre mein Favorit? Ja? Also, ja, ich glaube, ich bin nie groß. Ich würde nie wieder groß müssen, so. Ja, wenn mal was. Wenn mal was Neues. Ja. Gut, okay. Würdest du eher für 2 Jahre mit einem pinken Fahrrad herumfahren oder mit einem Krokodil kämpfen? Ich fahre nicht gerne Fahrrad. Das ist das Problem, ne? Aber dann müsste ich halt Fahrrad fahren und es ist pink. Aber im Krokodilkampf könnte ich sterben, deswegen nehme ich halt lieber das pinke Fahrrad. Definitiv. Okay, gut. Aber wenigstens. Ja. Ja dran. So, würdest du eher einen Jungen als Kind haben oder ein Mädchen als Kind haben? Ich glaube eher einen Jungen. Das ist aber Geschmackssache. Das ist mir eigentlich egal. Geschmackssache. Ja, es kommt halt auf die Familie an. Das ist eigentlich egal. Solange man irgendwie, ich weiß nicht. Solange man ein gutes Kind hat, das Solange man man liebt. das. Ja, man soll das Kind So. definitiv lieben. Ja, würdest du eher einen Monat ohne Handy, einen Monat ohne Fernseher? Ja, Fernseher, ich könnte ja auch über einen Computer dann Filme gucken, weil ich Ja, schaue ja oder meist über das über einen Handy. Fernseher Filme und wenn da mal was ganz Interessantes im Fernsehen kommt, dann kann man das auch über das Internet machen. Deswegen, ich gucke gerne Fernsehen, muss ich ehrlich sagen, aber dann lieber einen Aber die Monat ohne meisten Fernseh aber Fernsehen. die meisten Fernsehsender wie ARD oder so haben ja auch im Internet ihre Seiten, von daher kann man es auch Genau. dort schauen. Jo. So, gut. Würdest du eher immer Ja zu allem sagen oder immer Nein zu allem sagen? Ja, kommt ganz drauf an, was Leute mir. Was Eigentlich ist Leute es das egal. fragen, oder? Also, Eigentlich ist kommt es drauf an. egal. Wenn du sagst, Ja, was Leute. möchtest du dir ein blaues Auge schlagen? Ja, Dann, wenn du es dann kommt Ja immer sagst, auf schlägst du dir ein den. blaues Auge. Ja, Wenn du gut. sagst, möchtest du dir nicht ein blaues Auge schlagen und dann Nein sagst, dann schlägst du dir auch ein blaues Auge. Also es kommt auf die Frageformulierung kommt es einerseits an, deswegen ist es egal, deswegen kannst du dir einfach eins von den beiden aussuchen. Genau. Und ich weiß, was ich Ja, nehmen würde, deswegen suche ich eins ehrlich? aus. Ich glaube, ich würde zu allem Nein sagen. Ich würde zu einem Ja sagen, wegen der Ja-Sager. Kennst du den Film? Ich habe den, glaube ich, nicht ganz gesehen. Aber es gibt auch von Joko und Klaas Ja-Sager Ja, und aber das wäre so eine kleine Challenge und du so. kannst dich halt von allem rausreden. So. Also, wenn du sagst Nein, dann ist es halt Nein. Und wenn du sagst Ja, dann Es ist halt Ja, ne? bist du halt vielleicht in verschiedenen Situationen, in denen du halt nicht gerne wärst. Hättest du jetzt Ja gesagt. Würdest du eher nie wieder riechen können, nie wieder schmecken können? Oh, wenn man. Aber kann man, ist es nicht auch so, man hat auch Erkältung manchmal. Und wenn ich dann nichts rieche, schmecke ich auch nicht so viel. Genau. Aber ich nehme trotzdem lieber nicht riechen. Ja. Ja, Ja. okay. Nächste Frage.
Würdest du eher alles sagen, was du denkst, oder nie wieder etwas sagen können? Ich würde meine Meinung vertreten, darum, alles, was ich denke. Ja. Das mache ich ja teilweise auch jetzt, von daher. Ja, das machen, glaube ich, viele Menschen. Nur das Problem ist, wenn man alles sagt, ne? Auch wenn man sich so selbst was denkt, also, die Frage hat man schon. So, würdest du eher nie wieder Pizza essen, nie wieder Döner essen? Na, das ist Geschmacksfrage. Da ich auch selbst schon mal in Italien war und auch eher öfter nach Italien fahren würde, bin ich für Pizza. Und wir haben auch eine ganz tolle Pizzeria. Ich sag jetzt nicht den Namen, dafür musst du natürlich ein bisschen Geld bezahlen. Ne? Genau. Kleiner Spaß. Nee, ich sag ganz ehrlich, ich mag Pizza erstens lieber. Und zweitens, wenn man schon in Italien ist, dann sollte man da auch eine Pizza essen. Definitiv, ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich so oft noch nach Italien fahren werde. Nur es ist eher Italien als die Türkei. Ja, genau, ich war auch sehr oft, also ja gut, ich war jetzt 3-4 Mal in Italien und das. Oh, ich habe das Falsche. Wow! Okay. Nein, ich habe wieder das Falsche gedrückt. Ich habe wieder auf nie wieder Pizza essen. Ich habe die Frage wieder falsch gelesen. Ja, kennt ihr ja von mir. Ist ja nicht so schlimm. Gut, würdest du eher die wahre Liebe finden oder ein Millionär sein? Du hast immer so Liebe. Ja, nein, ich bin ein wahrer Liebe. Romantiker, darum eher die wahre Liebe finden. Vor allem Millionär ist ja nicht so viel. Also, ist schon ein Unterschied, wenn man sagt, du könntest... Also, Millionär sein ist schon... Multimillionär sein oder die wahre Liebe finden. Weil, aber die wahre Liebe ist ja unbezahlbar. Genau, sehr schön gesagt. Ja, sehr schön gesagt. Okay. Nochmal wiederholen. Würdest du eher ein Jahr im Gefängnis verbringen, ein Jahr alleine in den Bergen verbringen? Oh, Bergen ist schön, ne? Ja, aber ich würde, glaube ich, lieber ein Jahr im Gefängnis sein. Dein Ernst? Hier sind ja noch andere Menschen. Und so ganz ohne Kontakt, da wird man, glaube ich, auch ein bisschen... Verrückt werden, meinst du? Ja, ich bin ja so schon ein bisschen verrückt. Und dann nehme ich lieber im Gefängnis. Ja, da kriegst du auch immer eine warme Mahlzeit. Ja, im Berg musst du dich dann alleine versorgen. Mh. Und ich stehe nicht, dass du allein im Gefängnis bist, ne? Das stimmt. Würdest du eher beliebt sein, aber keine richtigen Freunde haben? Oder unbeliebt sein, aber einen echten Freund haben? Dann eher unbeliebt sein. Dann hätte ich ja wenigstens einen richtig wahren Freund. Dann hättest du zumindest mich. Ha! Und ich nicht. Okay. Okay, das war's dann. Das war's? Und ich nicht. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, tschüss.